am grauen Strand, am grauen Meer. Und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer. Und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Von wegen graue Stadt. Hier irrte der Dichter. Theodor Storms Husum kann ganz schön Farbe auflegen. Von Hamburg braucht der Intercity 2 Stunden bis in die Hauptstadt Nordfrieslands. Sylt-Touristen lassen Husum links liegen, wenn die wüssten, was sie in dieser Gegend verpassen. Ein 8,50 Meter hoher Wall schützt Deutschlands Nordwestküste vor der Flut. Ob der hält, weiß keiner besser als der Deichgraf Hans-Walter Hamann. Sagen Sie mal, ist Deichgraf ein Adelstitel? Nein, das ist ein Ehrenamt. Früher war das ein Privileg, also, aber da müssen wir viele, viele Jahre zurückdenken. Das ist es nicht. Man wird gewählt von den Verbänden. Also, wir sind der Oberverband, der Deich- und Hauptsiegerverband. Und dann gibt es einmal den Deich- und Siegerverband Dockhoch, den Deich- und Siegerverband Pornkoch und dann gibt es den Wasser- und Bodenverband Husum Nord. Und diese 3 Verbände zusammen, das nennt sich der Deich- und Hauptsiegerverband. Und da bin ich der Vorsteher von. Aber nicht so bescheiden, euer Durchlaucht Ehrenhalber. Küstenschutz ist wichtig und bei einer Katastrophe sind Sie doch voll gefordert. Was ist in diesem Deich genau drin? Ja, also dieser Deich, der ist neu gemacht worden nach der Sturmflut 1962, dieser Dockhochsdeich. Das war ein ausgesprochener Kleideich. Kleideich, sagt Ihnen das was? Nein. Kleideich ist das angeschwemmte Gut aus der Nordsee. Und das ist ja schwerer Boden. Wenn Sie dies hier gucken, das ist Klei. Und der Deich ist aufgemacht worden, alles maschinell. Und dann ist von draußen Sand reingespült worden in den Deich. Und dann hat man wieder den Deich mit Klei dicht gemacht, ca. 80 cm bis 1 Meter ist da drauf. Und bis jetzt haben diese Deiche sich gut bewährt. Das freut auch Peter Struve. Der Harley-Davidson-Liebhaber knattert gerne mal auf der Wasserseite des Deiches entlang. Der wild erscheinende Herr braucht ein besonders feines Händchen, um in Husum seinem Gewerbe nachzugehen. Tattoo und Piercing an der Westküste bietet Peter Struve an. Und viele Menschen wollen bei ihm gestochen und gefärbt werden. Dieser Kunde ist seit über einem Jahr in Behandlung. Vorbei die Zeiten, als Tattoo-Studios ins Rotlichtmilieu gehörten und als blutige Eimerläden galten. Saubere Nadeln, hautverträgliche Farben, Gummihandschuhe. Hygiene und Desinfektion sind für Peter Struve Voraussetzung. Ich habe hier vorne 12 Nadeln drin. Das sind 2 mal 6. Das sind 6 oben und 6 unten. Ja. Und wenn ich das mal ganz langsam machen darf, geht das immer so vor und zurück, vor und zurück. Und das so gut 60.000 Mal in der Minute. Ja. Und so schlägt er praktisch die Nadeln immer unter die Haut. Und sind dabei die Farben mit rein, ne? Tut das weh? Also man merkt es auf alle Fälle, ja. Egal wo er arbeitet, man merkt es ja. Mal mehr und mal weniger. Und dann gibt es auch Stellen, wo ich dann sagen würde, jetzt soll er lieber aufhalten. Ne? Wie tief ist denn die Farbe dann in der Haut drin? Also ungefähr 1 Millimeter Tiefe geht das, dass reingestochen wird. Und man muss ja aufpassen, man darf nicht zu flach stechen, dann geht es wieder raus, steche ich zu tief, reiße das Gewebe kaputt, dann wird die Farbe unter der Haut verlaufen. Wie so diese alten Gefängnistätowierungen dann halt aussehen, ne? Und dann richtige Risse in der Haut, ne? Okay. Wer kommt in den Tätowiersalon? Ja,
sämtliche Gesellschaften mittlerweile. Früher war das immer noch verrucht, das gibt's nicht mehr. Also es kommt wirklich vom, weiß ich, von 17-jährigen Schüler bis zu einer 50-jährigen Rechtsanwältin alles. Mädchen mögen kleinere Motive. Annika ist zum ersten Mal hier. Sie hat eine Sonne gewählt, die nur mit schwarzer Farbe in die Haut geritzt wird. Woran erinnert sie eine Sonne? Schönheit und Freundlichkeit, Ausstrahlung. Das war's. Magst du mir sagen, warum du dich entschieden hast, dir ein Tattoo machen zu lassen? Finde ich schön. Ist mein Körper ein bisschen schöner, finde ich. Aber da hinten auf dem Rücken sieht man es so selten. Kannst du es so selten jemand zeigen? Ja, es macht nichts. Ist ja auch für mich. Nicht für andere. Und außerdem, die anderen Stellen hat ja schon jeder fast. Auf dem Arm oder so. Dass die Sonne etwas trübsinnig blickt, liegt wohl am launischen Wetter in Husum. Packeisgrenze, spottet ein Einheimischer. Da braucht man ein dickes Fell. Der Deichgraf kennt noch weitere Vorzüge. Die Schafe haben ja auch da zwei Funktionen. Einmal fest ist das Gras kurz und auf der anderen Seite treten sie die Grasnarbe fest. Den Job als Deichgraf hat er gern gemacht. Jetzt ist er 79 Jahre. Da muss man sein Feld bestellen. Ich habe schon verschiedene Leute angesprochen. Aber das ist gar nicht so leicht, ist das. Und eines guten Tages muss das ja mal kommen. Ich bin zwar noch mal gewählt hier, aber es ist ja abzusehen. Also da muss man neu ran. Ich hätte immer mal an meinen Sohn gedacht, aber der macht was anderes. Der kann sein Geld besser verdienen als wir in der Landwirtschaft. Also den kann ich da auch nicht für begeistern und das kann man hier auch nicht verlangen. Nebenbei leben wir hier ja auch in einer etwas strukturschwachen Landschaft hier. Wir haben hier nicht viel Möglichkeiten. Ob das Internet eine bessere Zukunft bringt? Angeschlossen an die Telefon- und Stromkabel dieser Welt sind die Nordfriesen selbstverständlich auch. Doch bringt diese neue Wirtschaft auch genug neue Arbeitsplätze? Mit Theodor Storm, Krabbenbrötchen und Schifffahrtsromantik allein kommen die 20.000 Husumer nicht mehr über die Runden. Hinter historischen Husumer Fassaden hat der Mediendesigner Gerfried Asmussen eine Internetfirma gegründet. Er bringt Unternehmen ins Netz. Baufirmen, die Rathausverwaltung, die Betreiber von Fährschiffen, immer mehr greifen auf die Dienstleistung des Husumers zurück. Seine moderne Firma taufte er Corax, das lateinische Wort für Rabe. Corax bietet vom Webdesign über das sogenannte Server-Hosting, das Aufstellen von Servern, Domain-Registrierung, alles rund ums Internet an. Wir sind Full-Access-Provider. Wir bieten auch einen bundesweiten Internetzugang an. Also auf gut Deutsch, er ist zur Stelle, wenn eine Firma im Internet Geschäfte machen will. Und weil die nordfriesische Polizei nur langsame Computer hatte, half Asmussen bei der Fahndung nach dem Sexualmörder zur Wehme. Das waren also damals die Bilder, die wir aus dem Internet herausgeladen haben vom BKA und haben anhand der Bilder und die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit der Polizei hier vor Ort diesen Steckbrief erstellt. Und der wurde dann hier mehrmals vervielfältigt und dann an die entsprechenden Reviere verteilt hier in Nordfriesland. Sind nicht ganz so viele hier auf dem Festland, von daher konnten wir es hier drucken. Außer Bundeskriminalamt und norddeutschen Firmen zählt auch die friesische Popgruppe Godewind zu seinen Kunden. Für die Seele eine Sonnenbank sind die Tage an der See. Und je mehr ich fort bin, umso mehr tut's weh. Doch die Freude auf das Wiedersehen macht es immer halb so schwer. Denn ich weiß genau, bald bin ich wieder hier. Seit 20 Jahren tourt Godewind durch die Republik. Auch wenn die 6 Musiker viele Titel hochdeutsch vortragen, auf jeder CD singen sie auch auf Platt. Das hat Charme. Godewind stehen zu ihrer Heimat. Und wie kann man das aushalten bei diesem ewigen Grau in Nordfriesland?
Aha, Gott sei Dank ist es ja nicht ewig grau. Wir haben auch manchmal ein bisschen Sonne. Wie man sieht, kommt sie auch vielleicht, wenn wir Glück haben, gleich noch raus. Und im Sommer ist es toll hier, aber auch so eine Jahreszeit hat schon seine Vorteile, weil der frische Wind, der macht den Kopf so richtig frei. Andrea, ist Husum so grau, wie immer behauptet wird? Ich habe keine Ahnung, warum Husum grau sein soll. Also gerade im Moment, mir wäre als allererstes Krokus eingefallen und der ist blau. Und für mich ist es eine unglaublich bunte, schillernde Stadt eigentlich. Was ist bunt? Das Leben, hauptsächlich das Leben. Natürlich auch durch die Touristen, die im Sommer in Scharen einfallen. Es ist wirklich Leben. Man sitzt draußen am Hafen, der Markt, richtig noch Marktgeschehen. Und es ist für mich eine sehr lebendige Stadt. Was bedeutet Ihnen Einsamkeit? Oh, Einsamkeit ist eigentlich ein negativ besetztes Wort. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, mal ein bisschen einsam zu sein. Das ist für mich dann zum Beispiel auch mal ein Grund, ganz alleine an den Deich zu gehen. So gerade bei so einem Wetter, wie sie schon sagte, der Kopf wird frei. Eine positive Einsamkeit. Und das kann man hier noch sein. Und womöglich stimmt es Menschen zufriedener, wenn sie etwas langsamer und besonnen daherkommen. Vielleicht schärft das den Blick fürs Wesentliche. Für Schönheit zum Beispiel. Millionen Krokusse blühen im Schlossgarten. Husum, die lila Stadt am Meer. Weiße und gelbe Exemplare stören, der Gärtner rupft sie raus. Franziskanermönche wollten den Safran der Blüten nutzen, um ihre Kutten zu färben, weiß eine Legende. Die Herzogin brauchte das kostbare Gewürz für die Zuckerbäckerei, eine andere. Um bei der Wahrheit zu bleiben, in Husum wächst der Crocus napolitanus und daraus kann man keinen Safran gewinnen. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai. Kein Vogel ohne Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schrei. Nur fliegt im Herbst, Herbst ist Nacht vorbei. Am Strande weht das Gras. Der Kampf gegen die Elemente prägt jeden. Theodor Storm ebenso wie den Husumer Deichgrafen. Hand aufs Herz, Sie sind seit 30 Jahren Deichgraf. Hält der? Na, merke ich am besten ja, aber Sie wissen, die Natur lässt sich nicht steuern. Wir haben ja die Deichschauen und bei den Deichschauen wird ja gesagt, also die Deiche sind wehrfähig. Die Herbstdeichschau ist für uns die wichtigste Deichschau und die Frühjahrsdeichschau, da werden die Schäden festgestellt, die im Herbst und Winter entstanden sind. Noch immer in seiner Erinnerung die Sturmflut am 17. Februar 1953. Was bedeutet Ihnen die Gewalt der Natur? Alles. Unberechenbar. Wie eine übrig gebliebene Filmkulisse. Tote Gleise im Bahnhof der Hauptstadt Nordfrieslands. Alles hat seine Zeit. Achtung, ein Hinweis für Gleis 5, Regionalexpress. Von Westerland nach Hamburg-Altona, planmäßige Abfahrt, 14.48 Uhr, wird voraussichtlich 14.45 Uhr, jetzt so einsetzen. Wer kommt nach Husum? Touristen in den Sommerferien und am Wochenende selbstverständlich. Andere Ankömmlinge haben ganz naheliegende Beweggründe. Warum kommen Sie denn ausgerechnet nach Husum? Entschuldigung, ich wohne hier. Wir wohnen hier. Warum komme ich nach Husum? Ich komme wegen einer jungen Dame. Sie sind zum ersten Mal in Husum? Erstmal, ja. Haben Sie schon irgendetwas über Husum gehört? Ja, wissen Sie etwas? Was? Ziemlich gutes. Wunderschöner Deich oder dieser Flachland, der Wattenmeer. Deiche, flaches Land, Wattenmeer. Das ist die Heimat von Ruth Hartwig Kruse und ihrer 2,5 Jahre alten Tochter Ann-Kathrin.
Vom Festland zur Hallig Nordstrande Schmoor nördlich von Husum führt ein 3,5 Kilometer langer Damm durch das Wattenmeer. Normalerweise ist die Fahrt kein Problem. Die Sturmfluten im Winter aber überspülen den Lorendamm, dann sitzen die Bewohner fest. Die Kruses haben eine eigene Lore, vor allem zum Einkaufen und Ausgehen. Tagestouristen stapfen gewöhnlich durchs Watt, wenn sie die Hallig besuchen. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich weit weg vom Schuss bin. Ich habe schon das Gefühl, dass ich am normalen Leben teilnehme. Aber hier auf der Hallig ist es eben ein besonderes Leben. Und wir leben, ja, wie sagt man so schön, ein bisschen abgeschieden, aber nicht abgeschnitten. Man sollte seinen Nachbarn mögen, denn die Auswahl ist begrenzt. 20 Menschen leben auf dem Inselchen ohne Deich. Vorarbeiter Gerd Walter Siefert und seine Männer sind mit Entkrüppelungsarbeiten beschäftigt. Das Wasser muss aus den Wiesen abfließen können. Nee, einsam ist es auch nahrlich nicht. Man meint, das waren viele oder viele Festländer meinen das, was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Aber wenn Sie sehen, dass ich hier arbeite, die Arbeitszeit beträgt 8 Stunden oder 8,5 Stunden oder 38,5 Stunden in der Woche. Die Zeit hat man und dann hat man noch ein bisschen Nebenerwerb mit Schafen. Und rund ums Haus hat man noch was zu tun. Also Langeweile, denke ich, hat man auf der Hallig nicht. Man kennt seinen Nachbarn, jeder kennt jeden. Und man hat also irgendwo auch immer Kontakt. Und man lebt nicht so anonym wie in der Großstadt. Ich sage immer, man kann unter 1000 Leuten viel einsamer wohnen als hier unter 20. Was machen Sie, wenn Ihnen Ihre Frau mal auf den Keks geht? Sie geht mir eigentlich nicht auf den Keks. Sie ist also sehr viel unterwegs. Sie geht also in Husum im Chor singen, auf dem Strand, bei den Landfrauen geht sie singen. Hat eigentlich auch keine Langeweile. Und was machen Sie zur Abwechslung? Also ich gehe ja so montags in meine Sauna im Winter, also in den Wintermonaten montags und mittwochs. Und im Sommer habe ich mein Segelboot. Das ist mein Hobby. Ruth Hartwig Kruse betreibt Viehwirtschaft. Bis zu 70 Schafe gehören im Sommer zum Hof. Leben kann die Familie von der Schafzucht nicht. Der Mann arbeitet im Küstenschutz und die beiden Ferienwohnungen auf dem Hallig-Bauernhof bringen auch noch etwas ein. Und wir gehören auch noch zu den Leuten, die also dann im Herbst einschlachten. Das heißt, es wird ein halbes Rind eingeschlachtet, Lämmer, Schwein. Es wird also alles so auf Vorrat gebaut, dass man dann erstmal wieder für ein Jahr genug Fleisch hat. Wie zu Kaisers Zeiten. Kirche und Schule unter einem Dach. Ein Bildschirmschoner für den Computer. Rechnen per Lernprogramm. Lob auch. Der Lehrer mag das Fernsehen nicht und bleibt vor der Tür. Seine Klasse hat 3 Schüler. Matthias absolviert das letzte Schuljahr, er fängt danach eine Lehre als Landmaschinenmechaniker an. Frau Kruses Sohn Nommen ist in der 6. Und der Jüngste will vielleicht mal Informatiker werden. Nach der Schule sucht Nommen das Ufer ab, spät nach Strandgut. Ja, und dann Sachen von Schiff, was so alles über Bord geht. Öfters sind schon mal Fässer angetrieben. Wo dann Öl drin war. So. Ist ja eklig, oder? Wenn Öl da drin ist? Dann kommst du dann weg damit. Gleich nach Hause und dann irgendwo, wo das hinkommt. Und wenn es noch gut ist, dann kann man es auch noch einen Träger füllen. Wer wohl besser auf das Erwachsensein vorbereitet wird? Die Hallig-Pimpfe oder die Sextaner in Husum? Letztere besuchen heute das Sturmmuseum. Raus aus der Klasse. Unterricht vor Ort. Darauf schwört ihr Lehrer und Sturmforscher Gerd Eversberg.
Storm hat für seine Kinder Märchen geschrieben. Und eins dieser Märchen haben wir auch schon kennengelernt. Wir wollen uns doch gleich einen Film anschauen. Vielleicht sollten wir ganz kurz zu diesem Märchen noch etwas sagen. Janis. Da ist sozusagen das Lockenköpfchen aus seinem Gedicht Die Nixe, weil sie ihn ja auch den Erzähler umarmt. Und der Erzähler soll der bleiche Knabe sein. Das alte Husumer Kaufmannshaus ist originalgetreu erhalten. Gediegene Bürgerlichkeit, Sehnsucht nach Ordnung. In diesem Zimmer vollendete Theodor Storm seine bekannteste Novelle, Den Schimmelreiter, Volksliteratur. Ursprünglich war Storm Rechtsanwalt. Damit verdient er sein Geld, ernährt Frau und 8 Kinder. Später wird er Amtsrichter und Landvogt in Husum. Seine Leidenschaft aber gehört dem Schreiben. In seinem Poetenstübchen entstehen Gedichte und Novellen. Schauplatz Norddeutschland. Reinschrift des Schimmelreiters beendet am 9. Februar 1888 mittags um 11 Uhr. Bald darauf Pflichtlektüre in deutschen Klassenzimmern. An Storms Schreibtisch schnitzte übrigens ein Lehrling mit, der später Weltruhm erlangte. Die 4 Eulen, die das Oberteil tragen, hat der Maler Emil Nolde gestaltet. Die Theodor-Storm-Projektwochen der Husumer Schüler gehen zu Ende. Im Schlosspark suchen die Sextaner noch das Denkmal des Dichters auf. Touristen jedenfalls können sie nun bestens Auskunft geben. Die müssen sich ganz schön drängeln im Park. Mögen Sie eigentlich den Schimmelreiter? Gelesen habe ich ihn. Liest sich gut. Und die Figur Hauke Haien, ist die Ihnen sympathisch? Hier wurde ja schon mal ein Film gedreht, und zwar vor dem Krieg. Und da war der Matthias Wiemann dabei. Und der machte das sehr gut damals. Den neuen habe ich auch schon mal miterlebt mit Gerd Fröbe. Da waren wir alle mal eingeladen, die ganzen Deichgrafen von der Elbe bis zur dänischen Grenze. Der macht das auch nicht schlecht, aber das war wieder ganz anders. Zuletzt wurde der Schimmelreiter 1984 in der DDR verfilmt. Macht! Macht! Und es bleibt nicht viel Zeit! Arbeitet doch schon, ihr sollt machen! Welcher Teufel hat euch das befohlen? Nicht der Teufel, ich! Wir nehmen den Druck vom alten Deich! Macht euch an eure Arbeit! Erschlagt die Satansbrut! Das rettet uns! Einbruch! In der Hattstädter Marsch bei Husum hatte Storm sich inspirieren lassen, weiß Lehrer Gerd Eversberg. Wenn wir hier diese Deichlinie entlang schauen, dann sehen wir, dass links ein tieferes Gebiet liegt. Und das ist der Rest einer großen Wehle, die entstanden ist, als der Deich hier vor uns gebrochen sein muss und das Wasser dann über den Bruch hinab in die Marsch geflossen ist. Solche Wehlen können sehr, sehr tief sein. Sie sind also die Zeugnisse der vergangenen Deichbrüche. Die Husumer Schiffswerft, einst Stolz der Stadt. Der Familienbetrieb ist Anfang 2000 in Konkurs gegangen. Die Gründe: die Politik kürzt Subventionen, asiatische Werften drücken die Preise. 200 Arbeitslose mehr, 40 Männer und Frauen bleiben. Überlebt hat der Bereich Schiffsreparatur. Die Werftarbeiter stellen Pallhölzer auf, Holzbalken mit Betonklötzen darunter, auf denen später die Fähre aufgebockt wird.
Lever dod als Slav, lieber tot als Sklave. Dieser friesische Wahlspruch steht auf dem Fischkutter. Er braucht eine neue Schraube. Nur noch wenige Nordfriesen verdienen ihren Lebensunterhalt auf dem Wasser. Heimathafen Husum, das steht nur noch bei 8 Krabbenkuttern am Heck. Der menschliche Faktor auf See, nicht nur bei den Containerriesen, die die Waren zwischen den Kontinenten hin und her schippern, auch in der Küstenschifffahrt eher ein Auslaufmodell. Die Mittagspause ist vorüber, die Fähre wird eingedockt. Die kleinen Reedereien aus der Region sind als Kunden übrig geblieben. Fährschiffe, die nach Helgoland zu den Halligen und den Seehundbänken fahren. Wer entlassen wurde, hat schlechte Chancen. 30 Jahre und länger hatten viele auf der Werft gearbeitet. Sie haben nichts anderes gelernt, als Schiffe zu bauen. Einer, der den Sprung in die neue Firma geschafft hat, ist der Sohn des ehemaligen Chefs, Björn Niemann. Wir docken hier hauptsächlich die Fahrgastschiffe und die Fähren für den Inselverkehr. Und wie Sie sehen, haben wir hier die neue Pellworm- und Dampfschifffahrtsgesellschaft. Dann haben wir die WDR hier liegen und Sven Paulsen mit der Insel- und Hallig-Reederei von Nordstrand und Sylt. Was wird mit diesen beiden Schiffen, die hier eingedockt sind, jetzt getan? Also wir sagen dazu, die Füße waschen. Das heißt, der Unterboden wird gewaschen und sie werden gestrichen. Und das hält ungefähr eine Saison lang. 7 Windstärken, Nieselregen aus wechselnden Richtungen noch tief unten im Dock. Passt zum Niedergang der Werft. Die arbeitslosen Kollegen, denkt niemand noch an sie? Ja, die werden ihre Zeit auf dem Arbeitsamt absitzen und hätten warten, dass irgendwas passiert, irgendwas Positives. Denn Nordfriesland ist ein strukturschwaches Land, also Kreisland. Und die Aussichten sind sehr, sehr schlecht für diese Leute. Die Docktüren schließen. Hans-Hermann Balzukat bereitet sich auf das Streichen vor. Neben dem Instandhalten der Fähren verdient die Werft Geld nur noch mit dem Bau von ein paar Windkraftanlagen. Er kennt seine Friesen. Knut Kiesewetter, Jazzmusiker und Liedermacher, tief verwurzelt in seiner Heimat. Ein helles Licht liegt über dem Land und taucht versilbert ins Meer. So leuchtend hell schien niemals der Strand und noch nie schien der Himmel so leer. Und hinter dem Deich sind die Fennen so grün, der Kiebitz ruft laut sein Gebet. Die kleinste Blume fängt an zu blühen und die Welt blüht voll Zuneigung mit. Husum und die Nordfriesen. Annäherung an einen Menschenschlag. Ich kenne den Nordfriesen in Anführungsstrichen als ausgesprochen konservativ. Also konservativ im negativen Sinne. Denn er ist nicht konservativ, wenn es um Erhaltung schöner Dinge geht. Wenn man hier über Land fährt, die schönen alten Bauernhäuser,
die noch schön sind, mit schönem Reetdach, mit Sprossenfenstern, friesischem Garten, die gehören grundsätzlich Auswärtigen. Der Friese lebt in Bungalows. Wahrscheinlich, ich habe mir das mal überlegt, wahrscheinlich will er sein Konservativsein dadurch kaschieren, dass er äußerlich immer hochmodern scheinen möchte. Andererseits, was man den Friesen nachsagt, dass sie so zurückhaltend Fremden gegenüber seien, das stimmt überhaupt nicht. Was macht denn die Frau zurzeit? Sie ist alleine. Hat die auch einen Beruf? Ja. Was macht die? Die ist Krankenschwester. Wo? Wo? In Mönchengladbach. Leben Sie getrennt? Nee, das tun wir nicht. In Mönchengladbach? Ja. Im Rheinland? Ja. Und dann kommt ihr immer nur am Wochenende, oder wie? Ja, wenn die Kinder Ferien haben, kommt sie hier hoch. Oder sonst fahre ich da auch mal hin. Der Marktplatz von Husum. Zugegeben, so ganz abwegig ist Storms Diagnose von der grauen Stadt ja nicht immer. Aber der Rat der Stadt zeigt zumindest guten Willen. Als Wiedergutmachung verlangt der Kämmerer immerhin keine Kurtaxe von den Gästen. Gerechtes Husum. Wissen Sie, wenn Sie hier leben und Sie haben Ihr Haus hier, und Sie wissen genau, wenn ich nach Hause komme, ist es schön gemütlich. Dann macht mir das nichts aus. Das Trübe macht mir auch nichts aus. Aber dieser Nieselregen, der ist widerlich. Eines hilft da immer. Ein Ausflug nach Seebühl ins Nolde-Museum. Farbtherapie für das Gemüt, wenn man so will. Nur wer im Alltag leidet, kann große Kunst schaffen, glauben manche Kritiker. Demnach hat Emil Nolde das Grau furchtbar geplagt. Die Farbe war Noldes stärkstes Ausdrucksmittel. Zinnoberrot, Gelb und Orange steigerte er mit grellen Kontrasten zu äußerster Leuchtkraft. Er war einer der führenden Expressionisten des 20. Jahrhunderts. Bildersaal, Atelier und Wohnhaus war der Klinkerbau. Hier fand Nolde Zuflucht, als die Nazis seine Bilder aus den Museen verbannten. -28 Grad nördliche Breite, 9 Grad 3 Minuten östliche Länge. Husum im Satellitennavigationssystem der Piloten. Jahrhundertelang gehörte Husum zur dänischen Krone. Und noch im 19. Jahrhundert wollten die Dänen Husum zu einem bedeutenden Kriegs- und Handelshafen ausbauen. Doch aus diesen Plänen wurde nichts. Frühjahrsputz und Reparaturen auf den Fischkuttern. Noch fährt kaum einer raus. Der Belag der Krabbenbrötchen an der Hafenstraße stammt von einer Fischereigenossenschaft schleswig-holsteinische Westküste. Und außerhalb der Saison kommen die Krabben auch schon mal frisch aus der Tiefkühltruhe. Dennoch sind es diese Bilder der blau- und rot-weiß gestrichenen Kutter, die das Image der nordfriesischen Stadt prägen. Die Touristen schätzen und suchen das maritime Flair an der Küste. Wie sich Husum für die Sommer- und Wochenendtouristen fein macht, das interessiert die Jugendlichen wenig. Saturday Night Fever in der ersten Diskothek am Platz. Madonnas Liedchen vom American Pie, wie überall in den Discos der Welt in dieser Nacht. Musik.
Die Szene ist bodenständiger als in den Großstädten. Coole Einrichtungen in Chrom, Glas und Schwarz-Weiß schätzen sie hier nicht. In Husum dominiert die gute alte Kneipe. Ah, die Mischung, Jungs. Der Internetunternehmer Gerfried Asmussen, der selbst einige Arbeitsplätze für junge Leute geschaffen hat, bringt das Dilemma der strukturschwachen Region auf den Punkt. Wenn man bedenkt, dass sehr viele junge Leute weggehen, weil sie hier keinen Job finden, weil einfach nicht genügend geboten werden kann, sei es darum, dass durch Politik hier irgendwelche Sachen nicht angesiedelt werden, ob es jetzt Industrie ist, die aufgrund der Natur hier vielleicht nicht her kann oder so. Das sind alles so Sachen, die, ich sag mal, den Aufbau und den Halt der Jugend hier irgendwo verhindern. Irgendwann ist das hier vielleicht mal ein Altersheim, wo nur noch alte Leute sind, so à la Florida. Wo nur noch alte Leute hinfahren, weil sie wissen, sie können hier gut betreut werden. Ich weiß es nicht. Also ich will es nicht hoffen, dass es irgendwann so läuft. Aber es liegt an uns selber, was daraus zu machen. In der Zockerhöhle nebenan spielen Maike, Nicola und ihre Freundinnen. Sie besuchen die 10. Klasse des Husumer Gymnasiums. Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor? Ja, erstmal würde ich erstmal hier weggehen, irgendwas studieren oder so, zum Beispiel in Berlin. Aber ich glaube schon, dass ich vielleicht wieder zurück nach Husum kommen werde. Ich gehe im Moment noch zur Schule und habe überhaupt keine Ahnung, was ich später mache. Ich glaube, das geht uns allen irgendwie so. Ja, wahrscheinlich irgendwie Abitur oder so, ich weiß nicht. Und dann aber will ich, wenn es geht, weg hier. Also in irgendeine größere Stadt, vielleicht Hamburg oder Kiel oder irgendwo weiter weg. Was versprichst du dir denn davon, aus deiner Heimat hier wegzugehen, in eine größere Stadt? Ja, das ist einfach so, dass ich jetzt meine ganze Kindheit hier verbracht habe und dass es einfach irgendwann langweilig wird, wenn man immer an demselben Fleck ist. Und da ich sowieso, also ich verreise sehr gerne und bin sehr gerne woanders und deswegen wäre das eigentlich für mich sehr schön, wenn ich dann weg könnte irgendwann. Im Sommer, wenn es hier richtig warm ist und die Sonne richtig scheint und so, kann es auch echt schön sein. Also da möchte man am liebsten gar nicht verreisen, das ist hier genauso schön. Tja, wenn es richtig warm ist und die Sonne scheint. Doch Nordfriesland wird, so weiß der Baedeker, dem immer feuchten, gemäßigten Klimabereich des Westwindgürtels zugerechnet. Niederschlag zu allen Jahreszeiten, milde Winter und gemäßigte Sommertemperaturen. Die Gässchen am Hafen erinnern an früher. Storms Leben könnte man hier sofort verfilmen. Rollte eine Kutsche vorüber, keiner würde erstaunt aufblicken. So bleibt der Eindruck von Husum zwiespältig. Zeitlos Schönes, das sich selbst genügt, und der dazugehörige, eher veränderungsunwillige Menschenschlag einerseits. Andererseits verlangt der Markt gleichzeitig neue Wirtschaft, Internet und globale Mode. So entsteht eine Spannung wie an vielen Orten in Deutschland. Vielleicht geht in Husum die Reise in die moderne Gesellschaft eine Spur langsamer. Was ja nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Piercing ist in Hamburg, New York und London schon wieder out. An der Nordseeküste boomt es noch. Alles klar? Mhm. Betäubt wird mit Vereisungsspray wie beim Zahnarzt. Wehgetan hat's nicht, sagt sie. Und beim Küssen tut's angeblich gut. So. Mit den Fingern dran. Nein. Ein Sonnabend im März in Lundenbergsand, 3 Kilometer südlich von Husum. Frauen in blauen Trainingsanzügen mit Kugeln in der Hand eröffnen die Saison. Christa Pasenau erklärt das alles. Wir nennen uns Husumer Derms und sind ein Boselverein, eine Sportart, die hier an der Küste zu finden ist. Und ich sage, es ist eigentlich keine Sportart, man nennt es immer noch Heimatspiel. Und zwar gedacht, um den Kontakt mit den anderen Dörfern ein bisschen aufrechtzuerhalten, indem man sich trifft, Feldkämpfe austrägt, hinterher ein bisschen zusammensitzt. Also es ist einfach auch eine gute Kontaktpflege. So, ich finde, wir packen doch.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ganz kurz nur mal. Mannschaft A gegen Mannschaft B heute. Husumer der uns unter sich. Und ich sage einfach mal, A hat mit wie vielen Metern gewonnen? Siebeneinhalb Meter gewonnen. Und die kann ich aus der Flasche trinken. Also doch, Anna, das kannst du. Also, na. Anneliese. Ein dreifachkräftiges Licht ab! Licht ab! Licht ab! Und nun laden wir euch alle ein in unser Vereinslokal Peterlassen. Die Osterinnen kommen von nah und auch von fern. Das hört uns fast zusammen, drum hepp wie Bose gern. Wie Bose um Pokale und Trecken über Feld. Und nicht nur goldene Bose ist das, was Dorfit hält. Bose macht Spaß, hält jung und macht uns munter. Doch hängt mein ganzes Herz an dir. Du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für. Gut lächeln doch auf dir. Auf dir, du graue Stadt am Meer. Theodor Storm.